0605 Stunden, 12. September 2525. Militärischer Kalender. UNSC-Zerstörer Pionier auf dem Weg ins Eridianus-System. Die Spartaner standen bequem. Der Konferenzraum an Bord des UNSC-Zerstörers Pionier verunsicherte John. Die holographischen Projektoren an der Vorderseite des dreieckigen Raums zeigten das Sternfeld, das vom Bug des Schiffs aus sichtbar war. John war nicht daran gewöhnt, so viel Weltall zu sehen. Er fühlte sich, als müsse der Raum implodieren. Die Sterne flackerten und vergingen, als die Deckenlampen eingeschaltet wurden. Chief Petty Officer Mendes und Dr. Halsey traten ein. Die Spartaner nahmen Haltung an. »Stehen Sie bequem«, sagte Mendes. Er verschränkte die Hände hinter dem Rücken und spannte die Kiefermuskeln an. Der Chief wirkte beinahe nervös. Das machte John nervös. Dr. Halsey ging zum Podium. Das Licht brach sich in ihren Brillengläsern. »Guten Morgen, Spartaner. Ich habe gute Nachrichten. Der Befehl ist eingetroffen. Die Kommandanten haben beschlossen, ihre einzigartigen Fähigkeiten zu testen. Sie haben eine neue Mission. Eine Rebellenbasis im Meridianus-System.« Eine Sternkarte erschien an der Wand und wurde vergrößert, bis man eine orangefarbene Sonne sah, die von 12 Planeten umlaufen wurde. 2513 wurde in diesem System von UNSC-Streitkräften ein bewaffneter Aufstand niedergeschlagen. Die Operation Katapult. Eine taktische Karte mit Symbolen, die für Zerstörer und Transporter standen, erschien. Sie griffen eine Streitmacht von 100 kleineren Schiffen an. Stecknadelkopfgroßes Feuer loderte in der Dunkelheit auf. »Der Aufstand wurde niedergeschlagen«, fuhr Dr. Halsey fort. »Allerdings entkamen einige Rebellen und sammelten ihre Kräfte in einem nahegelegenen Asteroidengürtel.« Auf der Karte entstand Bewegung. Ein Trümmerring, der den Stern umkreiste, kam ins Bild. »Milliarden von Felsen«, sagte Dr. Halsey, »auf denen sie sich vor unseren Streitkräften versteckten. Und noch heute verstecken. Eine Zeit lang glaubte Oni, die Rebellen seien schlecht organisiert und führungslos. Doch das scheint sich geändert zu haben. Wir nehmen an, dass einer dieser Asteroiden ausgehöhlt wurde und es im Inneren eine große Basis gibt. Bei Vorstößen von UNSC-Erkundungstrupps gab es keinen Kontakt mit und keinen Angriff von überlegenen Streitkräften.« Sie unterbrach sich, schob ihre Brille hoch und fügte hinzu: »Der Navy-Geheimdienst hat außerdem bestätigt, dass Fleetcom eine Sicherheitslücke in der Organisation entdeckt hat. Ein Rebellensympathisant leitet Informationen weiter.« John und die anderen Spartaner traten von einem Fuß auf den anderen. Eine Lücke? Es war möglich? Deja hatte ihnen einige historische Schlachten gezeigt, die durch Verräter oder Informanten gewonnen und verloren worden waren. Aber es war ihm noch nie der Gedanke gekommen, dass so etwas im UNSC möglich sein könnte. Ein zweidimensionales Bild erschien auf der Sternkarte. Es zeigte einen Mann mittleren Alters mit dünner werdendem Haar, einem sorgfältig gestutzten Bart und wässrig grauen Augen. »Dies ist Ihr Anführer«, sagte Dr. Halsey. »Colonel Robert Watts. Das ursprüngliche Bild wurde nach der Operation Katapult aufgenommen und digital gealtert. Ihre Mission ist eine Infiltrierung der Rebellenbasis, die Gefangennahme von Watts, lebendig und unverletzt, und die Rückkehr in das UNSC-kontrollierte Territorium. Damit haben die Rebellen ihren aktuellen Lenker verloren. Außerdem gibt es ohne die Gelegenheit, Watts zu verhören und den oder die Verräter innerhalb von Fleetcom zu ermitteln.« Dr. Halsey trat zur Seite. »Chief Mendes?« Mendes atmete aus und brachte seine Hände nach vorne. Er ging zum Podium und räusperte sich. »Diese Mission unterscheidet sich von früheren Einsätzen. Sie werden dem Feind mit echter Munition und tödlicher Kraft entgegentreten. Wenn es irgendeinen Zweifel, irgendeine Verwirrung gibt, und glauben Sie mir, im Kampf wird es Verwirrungen geben, lassen Sie sich auf kein Risiko ein. Zuerst töten, dann Fragen stellen. Die Unterstützung bei dieser Mission ist auf die Ressourcen und die Feuerkraft dieses Zerstörers beschränkt«, fuhr Mendes fort. »Damit soll die Wahrscheinlichkeit eines Verrats in der Befehlsstruktur reduziert werden.« Mendes ging zur Sternkarte. Das Gesicht von Colonel Watts wurde durch die Aufrisszeichnung eines Frachters der Parabola-Klasse ersetzt. »Obwohl wir nicht den Standort der Rebellenbasis kennen, glauben wir, dass die regelmäßige Lieferung von Eridianus II aus erhält. Der unabhängige Frachter Laden wird das Raumdock nach einer routinemäßigen Wartung seiner Maschinen in 6 Stunden verlassen. Er befördert genug Nahrung und Wasser für eine kleine Stadt. Außerdem wurde sein Captain als Rebellenoffizier identifiziert, den man eigentlich zu den Opfern der Operation Katapult gerechnet hatte. Sie werden sich auf diesen Frachter schmuggeln und hoffentlich so zur Rebellenbasis gelangen. Wenn sie dort sind, infiltrieren sie die Einrichtung, schnappen sich Watts und verschwinden so schnell wie möglich von dem Felsen.« Chief Mendes sah sie der Reihe nach an. »Fragen?« »Sir«, sagte John.
Wie lauten unsere Abholoptionen? Sie haben zwei Möglichkeiten. Ein Panikknopf, der ein Notsignal an ein bereits in Position befindliches Schiff sendet. Außerdem wird die Pionier anfangs in der Nähe bleiben. Unser Fenster hier beträgt 13 Stunden. Er tippte auf der Karte gegen den Rand des Asteroidenfelds, das daraufhin blau aufleuchtete. Ich überlasse Ihnen die Art und Weise Ihrer Abholung. Lassen Sie mich nur darauf hinweisen, dass dieser Asteroidengürtel einen Durchmesser von mehr als 1 Milliarde Kilometer hat und er nicht von Onischiffen überwacht werden kann. Sollte es hart auf hart kommen, sind Sie auf sich gestellt. Weitere Fragen? Die Spartaner schwiegen und standen reglos da. Nein? Dann hören Sie zu, Rekruten, fügte Mendes hinzu. Dieses Mal haben Sie den gleichen Informationsstand wie ich. Seien Sie auf alles vorbereitet. Sein Blick traf auf John. Squad Leader, Sie sind hiermit zum Petty Officer 3. Klasse befördert. Sir! John nahm Haltung an. Stellen Sie Ihr Team und Ihre Ausrüstung zusammen. Bereiten Sie sich auf eine Musterung um 0300 vor. Wir setzen Sie an den Docks auf Eridianus 2 ab. Dann müssen Sie alleine klarkommen. Ja, Sir, sagte John. Mendes salutierte. Er und Dr. Halsey verließen den Raum. John wandte sich an seine Kameraden. Die anderen Spartaner nahmen Haltung an. 33. Zu viele für diese Operation. Er benötigte ein kleines Team, höchstens 5 oder 6. Sam, Kelly, Linda und Fred, wir treffen uns in 10 Minuten im Arsenal. Die anderen Spartaner seufzten und sahen zu Boden. Der Rest von euch kann gehen. Ihr habt die schwierigste Aufgabe bei dieser Mission zu erfüllen. Ihr müsst hier warten. Das Arsenal der Pionier war gefüllt mit allen erdenklichen Ausrüstungsgegenständen. Auf einem Tisch lagen Pistolen, Messer, Kommunikationsgeräte, Sprengsätze, die Körperpanzer durchschlugen, Medikamententaschen, Überlebensausrüstung, tragbare Computer und sogar einen Raketenrucksack für das Manövrieren im All. Wichtiger als die Ausrüstung, dachte John, war jedoch sein Team. Sam hatte sich schneller als jeder andere Spartaner von den Operationen erholt. Er ging ungeduldig zwischen Kisten mit Granaten auf und ab. Er war der stärkste von allen. Er überragte John um einen ganzen Kopf und hatte sein sandfarbenes Haar auf die Länge von 3 Zentimetern wachsen lassen. Chief Mendes hatte ihn gewarnt, er würde bald wie ein Zivilist aussehen. Im Gegensatz dazu hatte Kelly am längsten für ihre Genesung benötigt. Sie stand in einer Ecke und hatte die Arme vor der Brust verschränkt. John hatte befürchtet, sie würde sterben. Sie war immer noch ausgemerkelt und ihr Haar war noch nicht nachgewachsen. Ihr Gesicht zeigte jedoch noch immer diese raue Schönheit und sie machte John auch ein wenig Angst. Sie war schon früher schnell gewesen. Jetzt konnte sie niemand mehr zu fassen bekommen, wenn sie das nicht wollte. Fred saß mit verschränkten Beinen auf dem Boden und spielte mit einem rasiermesserscharfen Kampfmesser. Er war bei allen Wettbewerben Zweiter. John glaubte, dass er das Potenzial zum Gewinner besaß, aber offenbar mochte Fred keine allzu große Aufmerksamkeit. Er war weder zu klein noch zu groß, weder zu muskulös noch zu dünn. Sein schwarzes Haar war von weißen Strähnen durchzogen, eine Eigenart, die vor der Operation nicht da gewesen war. Wenn sich jemand unauffällig verhalten konnte, dann er. Linda war das ruhigste Mitglied der Gruppe. Sie war blass, hatte kurzes rotes Haar und grüne Augen. Sie war eine ausgezeichnete Schützin, eine wahre Virtuosin mit dem Scharfschützengewehr. Kelly umrundete den Tisch und griff nach einem blauen, ölverschmierten Overall. Ihr Name war nachlässig in Brusthöhe eingestanzt worden. Sind das unsere neuen Trainingsuniformen? Sie stammen von Oni, sagte John. Sie passen angeblich zu denen, die Crew der Laden trägt. Kelly hob den Overall hoch und legte ihre Stirn in Falten. Damit kann man als Frau nicht viel anfangen. Ist dir das lieber? Linda hielt einen schwarzen, eng anliegenden Anzug vor Kellys schlanken Körper. Sie hatten diese schwarzen Anzüge schon benutzt. Sie passten sich dem Körper an und waren mit leichtgewichtiger Panzerung versehen. Sie konnten eine Kugel mit kleinem Kaliber stoppen und verfügten über Kühl- und Heizeinheiten, deren Infrarotsignaturen abgeschirmt waren. Der integrierte Helm verfügte über Verschlüsselungs- und Kommunikationsgeräte, ein Display, Wärme- und Bewegungsmelder. In einem geschlossenen Anzug befanden sich Sauerstoffreserven für 15 Minuten, um den Träger im All überleben zu lassen. Die Anzüge waren unbequem und im Feld nur schwer zu reparieren. Und sie mussten ständig repariert werden. Sie sind zu eng, sagte Kelly. Sie schränken meine Bewegung ein. Wir tragen sie bei dieser Mission, sagte John. Es gibt zu viele Orte zwischen hier und dort, wo man nur Vakuum antrifft. Was den Rest eurer Ausrüstung angeht, nehmt was ihr wollt, aber achtet auf das Gewicht. Wir haben keine Informationen über diesen Ort und müssen uns schnell bewegen. Sonst sind wir tot. Das Team begann mit der Auswahl der Waffen. 93er Kaliber? Fragte Fred. Ja, antwortete John. Jeder nimmt sich Waffen vom Kaliber 93, damit wir uns im Notfall die Munition teilen können. Nur Linda nicht. Linda griff nach einem langläufigen, mattschwarzen Gewehr,
dem SRS-99CS2. Das Scharfschützensystem bestand aus leicht zusammensetzbaren Modulen. Der Lauf, die Munitionskammern, die Zielerfassung, sogar der Schussmechanismus konnten ausgetauscht werden. Sie nahm die Waffe rasch auseinander und baute sie neu zusammen. Sie brachte die Blitz- und Geräuschunterdrückung an und erhöhte das Kaliber auf 450, um die geringe Laufgeschwindigkeit auszugleichen. Sie verzichtete auf die Zielerfassung und koppelte das Gewehr stattdessen direkt mit dem Display ihres Helms. Sie nahm 5 weitere Magazine mit. John suchte sich ein MA-2B aus, eine Light-Version des Standardgewehrs MA-5B. Es war zuverlässig und hart im Nehmen und mit einer elektronischen Zielerfassung und einer Munitionsrestanzeige ausgestattet. Es verfügte außerdem über ein Rückstoßdämpfungssystem und konnte beeindruckende 15 Schuss pro Sekunde abfeuern. Er entschied sich auch für ein Messer mit 20 cm langer Klinge und einer gezackten Seite. Es bestand aus nicht reflektierendem Titankarbid und war für den Wurf geeignet. John griff nach dem sogenannten Panikknopf, einer kleinen Notboje zur einmaligen Verwendung. Sie hatte 2 Einstellungen. Die rote alarmierte die Pionier, weil etwas schiefgegangen war und ihre Feuerkraft benötigt wurde. Die grüne markierte nur den Standort der Rebellenbasis, damit diese später vom UNSC angegriffen werden konnte. Er nahm 2 Hände voll Magazine und zögerte. Dann legte er sie hin und steckte 5 ein. Wenn sie in einen Kampf gerieten, bei dem sie so viele Kugeln benötigten, war ihre Mission ohnehin beendet. Mit einigen wenigen Variationen steckten alle die gleiche Ausrüstung ein. Kelly wählte einen kleinen Computer mit IR-Verbindungen. Sie trug auch die Erste-Hilfe-Ausrüstung. Fred nahm ein Gerät zum Knacken von Schlössern mit. Linda suchte sich 3 Markierungstransmitter aus, von denen jeder so klein wie ein Fingernagel war. Die Markierer konnten an einem Objekt angebracht werden und übermittelten dessen Standort an das Helmdisplay der Spartaner. Sam griff sich 2 mittlere Rucksäcke, sogenannte Schadenspakete. Sie waren mit genügend C12-Sprengstoff gefüllt, um eine 3 Meter dicke Schlachtschiffpanzerung zu durchschlagen. »Meinst du, das reicht?«, fragte Kelly ihn trocken. »Meinst du, ich sollte mehr davon nehmen?« Sam lächelte. »Ein kleines Feuerwerk rundet deine Mission doch erst richtig ab.« »Alle bereit?«, fragte John. Sams Lächeln verschwand und er schob ein Magazin in seine MA-2B. »Bereit.« Kelly hob die Daumen, Fred und Linda nickten. »Dann lasst uns unseren Job erledigen.«